Mittlerweile ist unser Projekt, glaube ich, 5 Jahre alt. Und gestartet hat es mehr oder weniger hier mit so einer Visualisierung, nämlich wenn man sich anschaut, welche Software ist eigentlich wie geeignet, um Podcasts aufzuzeichnen, dann kommt man zu so einem 4-Quadranten-System. Viele Podcast-Funktionen, wenig Podcast-Funktionen. Das heißt also, die meisten DAWs sind halt für Musikproduktion optimiert und nicht für Podcast-Produktion. Das ist einfach ein Unterschied. Und die zweite Achse ist kompliziert zu benutzen und einfach zu benutzen. Und da irgendwie außer Hindenburg und dann leider relativ teuer mit 350 Euro, gibt es hier in diesen Quadranten, wo man eigentlich hin will, nämlich viele Podcast-Funktionen und einfach zu benutzen. Da war es irgendwie sehr, sehr leer, so fand ich. Und insbesondere, wenn man sich halt die Software Reaper, auf der wir aufsetzen, anguckt, dann war die ausgesprochen krude zu benutzen, wenn man diese out of the box installiert. Es gibt ja dieses klassische Holge-Zitat, oh mein Gott, was ist das hier, und sofort wegklicken. Und auch die Podcast-Funktionen sind so tief vergraben, dass man eigentlich nicht weiterkommt. Aber man kann es halt sehr gut programmieren und sehr gut skinnen und themen, und genau das betreiben wir seit 5 Jahren. Und von daher versuchen wir also, diese Software Reaper von hier links mittig nach rechts oben möglichst dicht quasi an Hindenburg ranzuschieben. Das ist also gewissermaßen so unser Mission Statement, eine Software der Community bereitzustellen, die so weit für Podcasting optimiert ist, wie überhaupt nur irgendwie. Ich habe mal einen Ablauf gemacht, das heißt also, was sind die Themen, die wir jetzt hier in dem Einsteiger-Workshop behandeln wollen. Das ist zum einen, wir wollen eine kleine Mehrspurproduktion machen, darum sitzen wir auch zu zweit. Wir wollen so die Grundlagen des Schnitts in Ultraschall zeigen, wie ich also eine Post-Production machen kann. Wir zeigen die Mute-Funktion, wir werden mit dem Soundboard etwas spielen, um in Echtzeit Jingles einspielen zu können, Intro, Outro, solche Geschichten. Ich werde zeigen, wie man das mit einem automatisierten Ducking verbindet. Das heißt also, dass der Musikteppich runtergefahren wird, wenn jemand drüber spricht. Das ist immer pure Magie, wenn man es sieht. Wir werden ein Live-Experiment mit dem Entwickler von Studio Link machen, der sich aus diesem Raum heraus bewegen wird, und wir werden trotzdem mit ihm sprechen. Wir werden in der Post-Production das Ganze dann auf minus 16 LUFS anheben. Das heißt also, das, was man so als die Lautstärke für Podcast-Publishing eigentlich definiert. Wir werden Kapitelmarken-Handling uns angucken, damit die hinterher schön in den Apps auftauchen, das Ganze mit einem Cover exportieren und haben dann am Ende des Workshops ein MP3, M4A-Format, was man so als komplett produktionsfertig bezeichnen würde, ohne dass wir irgendein anderes Tool angefasst haben, außer Ultraschall. Das heißt also, das kann man dann in Podlove oder wo auch immer abwerfen und entsprechend publizieren. Das ist also jetzt so der Ablauf der nächsten ungefähr Stunde. Mal gucken, wie schnell wir so durchkommen. Okay, was ich jetzt überspringe, ist der Bereich der Installation. Das heißt also, wie installiere ich das Ganze? Wir haben eine Projektseite, Ultraschall FM, und wenn ihr da auf Download geht, habt ihr eigentlich eine ziemlich gut formulierte Installationsanleitung, wo Schritt für Schritt drin steht, was zu tun ist, einmal für Mac und einmal für Windows. Hier kann man nicht oft genug betonen, geht die wirklich exakt Schritt für Schritt durch, wenn man sich daran hält und das irgendwie durchliest und verstanden hat. Ich habe es jetzt echt zigmal schon installiert in den letzten Tagen, so länger als 3 Minuten braucht man eigentlich nicht, aber man muss halt wirklich komplett die Schritte durchgehen, ansonsten funktioniert es am Ende nicht. Aber seit ich das Ganze hier so ein bisschen menschenfreundlicher gestaltet habe und von einer reinen Markdown-Version weg bin, haben wir da auch noch kaum Support-Bedarf dran. Also die Installation scheint mittlerweile doch in den allermeisten Fällen gut zu klappen. Das Hardware-Setup, was wir hier machen, ist jetzt mit einem Zoom H6-Interface. Wir haben jetzt 2 hier vorne stehen. Das eine ist jetzt aber nur das Recording für den Screencast. Zoom H6 ist ein relativ populäres Sound-Interface fürs Podcasting. Von daher haben wir das auch genommen. Und das hat auch so 1-2 kleine Issues, die wir gleich dann nämlich hier auch im Live-Einsatz sehen werden. Wenn man Ultraschall installiert hat, dann sieht es im Wesentlichen erstmal so aus, wenn man das Programm startet. Das heißt also, im Vergleich zu dem, wie Reaper ohne unseren Aufsatz aussieht, eine relativ aufgeräumte Oberfläche doch.
In der gibt es so ein paar verschiedene Bereiche, die ich jetzt einmal grundsätzlich vorstellen würde. Das eine ist hier oben die Transportleiste, die man so ähnlich eigentlich in jeder DAW drin hat. Das heißt also mit geh ganz nach links, Stopp, Play, Pausenfunktion, geh ganz am Ende des Projektes, einen Repeat, den werden wir heute ein paar Mal machen, wo man also so einen Loop laufen lassen kann, Recording, eine Zeitanzeige und was der aktuelle Status ist. Und das war es auch schon. Hier rechts haben wir einen Playrate-Regler, der eigentlich vor allen Dingen fürs Abhören hinterher interessant ist. Das heißt, wenn ich nochmal durch meine ganze 4-Stunden-Produktion durchgehe, könnte ich den beispielsweise so auf 1,5-fache Geschwindigkeit setzen. Das ist immer noch so, dass man es gut verstehen kann, aber ich muss halt nicht mehr so viel Zeit rein investieren. Mit der rechten Maustaste kann man den auch auf noch höhere Werte draufsetzen. Also man kann auch in 4-facher Geschwindigkeit den abhören. Das ist dann vielleicht ein bisschen anstrengend, aber kann man machen, wenn einem 1,5-fach noch zu lahm erscheint. Wir haben dann Symbolleisten, zu denen ich hinterher komme. Eine zieht sich so links entlang, eine hier oben rum. Wir haben hier den Hauptbereich, in dem hinterher unsere ganzen Spuren auftauchen. Wir haben hier die Slots, in denen ich die grundsätzlichen Spuren anlege. Und ihr seht unten drunter, hier haben wir den Mixer, in dem dann korrespondierend dazu auch gleich die Faderzüge entstehen. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Spur anlege, das mache ich einfach mit einem Doppelklick hier in den leeren Bereich, dann kommt auch unten im Mixer entsprechend einer hin und wenn ich den lösche, ist er auch entsprechend weg. Ich habe hier einen Master-Mix-Anzeige mit ein paar Spezereien, auf die ich hinterher komme. Und wir haben hier unten rechts ein Multifunktions-Dock, in dem, je nachdem, in was für einer Phase der Podcast-Produktion ich bin, ganz unterschiedliche Dinge angezeigt werden können. Das, was ich jetzt hier habe, ist die sogenannte Routing-Matrix, die dafür sorgt, dass die Logik, wie welche Audiosignale von welchen Spuren zu welchen Eingängen und Ausgängen des Soundinterfaces geroutet werden, dafür zuständig ist. Sieht kompliziert aus, ist auch ein bisschen kompliziert. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich ausgesprochen logisch. Trotzdem werde ich darauf nicht komplett im Detail eingehen. Ein bisschen mit dem Hintergrund, dass ich dazu auch einen eigenen Screencast gemacht habe, der, glaube ich, knapp 2 Stunden lang ist. Das kriegen wir also jetzt hier von daher nicht so ganz unter. Aber die für heute relevanten Einsteigerdinge, die werde ich dann jeweils erklären, wie es funktioniert. Routing-Matrix ist eine der Dinge, die hier stehen können. Da können auch noch ganz andere Informationen rein, unten rechts in dieses Infodoc. Und das orientiert sich halt daran, in welchem Schritt des Workflows der Podcast-Produktion ich mich eigentlich befinde. Und diese verschiedenen Phasen des Workflows haben wir auch in einem eigenen Menüpunkt untergebracht. Der findet man hier oben. Das heißt also, wir haben auch das Menü gemoddet und da steht jetzt ein neuer Punkt Podcast, der normalerweise dort nicht sichtbar ist. Und wenn ich den aufgehe, klappt ein relativ großes Menü auf mit diesen Einträgen. Und da sehen wir, dass hier so als Separatoren 3 oder 4 verschiedene Bereiche sichtbar sind, nämlich einmal Setup, dann Recording, Production und Sonstiges. Und die Logik dieses Menüs ist eigentlich, was Einsteiger erstaunlicherweise immer irgendwie zu spät kapieren, man geht es einfach von oben nach unten durch und dann hat man eigentlich schon einen ganz guten Ablauf drin und kann sich einigermaßen sicher sein, dass man nichts übersehen hat. Das heißt also, erst macht man halt das Setup vor der Aufnahme, wo man alles einrichtet, dann kommt die eigentliche Aufnahme des Podcasts und dann am Ende die Post-Production, nachdem die Sendung selber schon im Kasten ist und halt der Export und das Publizieren. Das heißt also, wenn ihr irgendwann mal verzweifelt seid und euch denkt, okay, wie war das jetzt und fehlt hier nicht irgendwas, dieses Podcast-Menü ist immer so ein Anker, zu dem ihr zurückgehen könnt, um zu schauen, okay, ich mache jetzt eigentlich gerade Recording und was sind eigentlich die Funktionen, die jetzt hier für mich vorgesehen sind. Eigentlich kommt man da schon immer gut vorwärts. Okay, beim Setup gehen wir jetzt also einfach mal so von oben nach unten durch und bauen jetzt hier mal eine Mehrspuraufnahme. Hier steht jetzt Screenset Setup. Und bei Recording hat man dann Screenset Recording und bei 3 hat man Screenset Editing. Das korrespondiert mit diesen Buttons, die hier als Views umschrieben sind, links. Das heißt, wenn ich hier auf diese Views-Button drücke, diese kleinen Schnuffis hier, ihr seht das immer schön, ne? Ja, okay. Dann stellt sich die
GUI entsprechend um und hier unten in diesem Dock beispielsweise werden andere Elemente angezeigt, die für den jeweiligen Arbeitsschritt, in dem ich bin, sinnvoll erscheinen. Das ist eben hier die Regler für Setup, da habe ich dann beispielsweise eben die Routing-Matrix. Wenn der Podcast dann läuft, gehe ich in den View Recording rüber, habe jetzt hier beispielsweise eine schöne große Uhr, wie lange mein Podcast läuft, habe hier rechts meine Kapitelmarken, die ich setzen kann. Sprich, während der laufenden Aufnahme brauche ich eben keine Routing-Matrix, sondern brauche ich eben eher solche Werkzeuge. Wenn dann die Aufnahme durch ist, gehe ich in den Schnitt-View, habe hier oben dann den Navigator, der sich hinterher aufbauen wird, sobald ich hier Inhalte drin habe. Und ebenfalls die Kapitelmarken, weil ich bei denen dann meistens viel arbeite. Und ein spezieller View, bei denen wir dann hinterher im fortgeschrittenen Teil noch was hören werden, ist hier unser Storyboard-Modus, der vor allen Dingen daraufhin ausgerichtet ist, gebaute Beiträge zu bauen. Das heißt also eben nicht so einen klassischen Gesprächspodcast, sondern einen, der viel mit vorbereiteten Materialien arbeitet. So, das sind also, und die finden sich auch entsprechend im Menü hier. Das heißt also, anstatt der Buttons kann man auch hingehen und sagen, ich möchte jetzt Screenset Recording haben. Dann hat das also dieselbe Wirkung und auch dieser Button hier entsprechend springt um. Wir machen jetzt aber erstmal unser Setup. Wobei, naja, eine Sache in der Nutzeroberfläche zeige ich noch. Nämlich Responsivität. Diese verschiedenen Elemente zueinander kann ich in der Größe verschieben, sodass ich es auf meine Screengröße optimieren kann. Das heißt, ich kann also beispielsweise jetzt hier in diesen Bereich greifen und dafür sorgen, dass beispielsweise ich jetzt hier mehr Platz habe für meine Darstellung der Wellenform. Oder ich möchte eine perfekte Auspegelung haben, dann schiebe ich das mal nach oben, damit ich hier in meinen Mixerzügen entsprechend prominenter unterwegs bin. Das Ganze klappt auch links-rechts. Ja, das heißt also, immer wo irgendwelche Elemente sind, habe ich dazwischen die Greifpunkte, um die Sachen ein bisschen anzupassen. Ihr könnt euch auch eigene Views definieren und abspeichern, aber das ist dann vielleicht eher ein Punkt für den fortgeschrittenen Teil. Wenn ihr hier auf Views geht, oben drüber auf den Text, habt ihr hier die Shortcuts, mit denen man sich eigene Presets laden und speichern kann. Ihr könnt auch mehr als vier machen, die ihr dann über Tastatur-Shortcuts abruft. Aber das ist dann schon eher für Fortgeschrittene. Ich würde also immer empfehlen, arbeitet erstmal mit denen, die wir hier so vorgesehen haben. Wir sind jetzt also im Bereich des Setups und das Erste, was wir machen, ist, dass wir uns unser Audiogerät entsprechend anmelden. Dazu geht man einfach auf den Menüpunkt und hat dann hier dieses Settings-Dialog von Reaper. Hier links, das könnt ihr eigentlich ignorieren, weil ihr immer schon auf die richtige Seite hier springt. Und hier wählen wir jetzt also beispielsweise unser Zoom H6 aus. An den Werten hier solltet ihr erstmal nichts drehen. Insbesondere ist wichtig, dass euer Soundinterface immer und ausschließlich auf 48.000 Hertz, also 48 Kilohertz eingestellt ist, also nicht diese CD-Größe 44,1, was viele Interfaces erstmal standardmäßig anbringen. Hintergrund ist nicht, dass das irgendwie toller klingt oder jetzt irgendwie qualitätsmäßig unbedingt so sein muss, sondern dass die ganze Pipeline, die wir hinterher haben mit Streaming und Studio Link, dass die zwangsläufig auf 48 Kilohertz laufen muss, weil der Codec darunter einfach nicht funktioniert. Das heißt also, guckt auf jeden Fall, dass euer Audio-Interface 48.000 kann. Das ist so im normalen Interface-Bereich überhaupt gar kein Ding. Das kann jedes Interface, was nicht etwas mehr als 20 Euro kostet. Und selbst die für 20 Euro sollten es normalerweise können. Wenn ich da sicher gehen will, gehe ich in die sogenannte Audio-MIDI-Steuerung. Da kann ich halt entsprechend die Sachen dann für mein Interface hier an der Stelle einstellen. Das ist eigentlich der solideste Ort und daran orientiert sich dann auch Reaper. Das heißt also, das wird dann hier auch durchgereicht. Ja. Mehr bitte auch nicht nehmen, weil dann entsprechend Studio Link auch wieder aus dem Tritt kommt, sondern nimmt wirklich genau 48.000, wie es hier auch eingestellt ist. Der nächste Schritt ist, dass ich einfach mal Spuren anlege. Und das kann ich entweder tun, indem ich hier rein doppelklicke, hatte ich gerade eben schon gezeigt, oder aber ich lege die Spuren auch über das Menü an und sage, ich möchte jetzt Insert and Arm New Audio Track machen, Command T. Das legt mir auch entsprechend eine Spur an, die ich jetzt hier habe. Der Weg ist jetzt also relativ egal. Wir sitzen jetzt hier zu zweit. Das heißt also, logischerweise wollen wir jetzt zwei Spuren haben. Da haben wir den Ralf. Ihr könnt also hier reinklicken in diese Felder und denen einen Namen geben. Wichtig ist, dass ihr hier diese
Record Arm Pinnipel auf Rot schaltet. Ja, das ist also quasi Aufnahme an aus. Nur wenn die rot leuchten, habt ihr die Sicherheit, dass auch wirklich ein Signal entsprechend ankommt. Und der letzte Schritt, den ich machen muss, ist, dass ich jetzt diesen zwei Spuren hier die richtigen Kanäle vom H6-Interface zuweise. Und das ist der erste Stolperstein, wo viele Einsteigerinnen schon aus der Kurve fliegen. Ihr seht nämlich, ich habe jetzt eigentlich hier die beiden Spuren schon drin und die horchen auf Input 1 und ich habe hier in Input 1 jetzt auch das Mikro drin und ich habe auf Rack-Arm geschaltet, trotzdem kommt hier keinerlei Ausschlag. So, das System ist kaputt, die Software taucht nichts. Das hängt damit zusammen, dass das H6 anders zählt. Das H6 hat ja vorne noch diesen XY-Aufsatz, den ihr auch hier seht. Und das sind die Spuren 1 und 2. Und die hier auf dem Gerät 1, 2, 3, 4 aufgedruckten XLR-Eingänge beginnen also bei der 3. Das heißt also, man muss jetzt zählen 3, 4, 5. Wenn ich jetzt also hier hingehe und sage, du hast den Eingang Nummer 3, dann schwupps, habe ich auch entsprechend mein Eingangssignal hier plötzlich. Das ist also in der Tat, glaube ich, wirklich exakt nur beim H6 und H5 so. Wenn ihr irgendein beliebiges anderes Audio-Interface habt, werdet ihr diese Querelle nicht haben, sondern dann ist aufgedruckte Zahl auch der Eingang. So, also nochmal in etwas vergrößert, dass man es gut sehen kann. Ich habe jetzt hier die Spur 1 schon zugewiesen auf Input Nummer 3. Die steht noch auf Input Nummer 1, wo jetzt, wie gerade eben erklärt, nichts passiert. Ich gehe hier auf die Kanalzuordnung und wähle jetzt hier Spur 4 aus und dann sollte auch Test. Der funktioniert. Udo entsprechend zu sehen sein. Ja, und jetzt seht ihr, dass wir also jetzt hier schon zwei Kanäle laufen haben mit einem ganz guten, ordentlichen Ausschlag. Ich hatte eben gezeigt, dass man die Höhe hier verstellen kann. Eine Spezerei dabei ist, dass ich das so gebaut habe, dass die Komplexität hier der Faderzüge zunimmt oder abnimmt, je nachdem, wie viel Platz sie haben, damit man immer eine einigermaßen große Aussteuerung hat. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt runterschiebe, seht ihr, dass diese ganzen Elemente hier, die man sowieso nur relativ selten braucht, plötzlich verschwinden und ich eigentlich nur noch hier den Fader sowie den Effektbereich oben drüber habe und alles andere ist nicht mehr sichtbar. Und wenn ich das wieder sehen möchte, ziehe es einfach wieder ein bisschen größer, dann kommt das hinzu. Und wenn ich es noch größer ziehe, das geht jetzt in der Auflösung sogar gar nicht, kommen noch ein paar Werkzeuge hinzu, die man aber nie braucht und jetzt hier im Einsteiger-Workshop sowieso nichts zu suchen haben. Aber auch selbst als Profi braucht man die normalerweise nicht. Aber falls doch, habe ich die mal drin gelassen an der Stelle. Genau, diese Input-Zuordnung, wie gesagt, die macht ihr hier. Ihr könntet sie auch in der Routing-Matrix machen. Das heißt also, auch hier bildet sich das ab, dass also hier die Spur Ralf, liest also quasi von oben nach unten. Ralf hat den Input 3 und Udo hat den Input 4. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise hier hinklicken würde und sage, so, Udo soll auch 3 bekommen, ist sein Mikro jetzt quasi totgeschaltet. Oh. und beide Spuren nehmen halt jetzt hier auf meiner 3 auf. Ja, genauso könnte ich sagen, jetzt bin ich totgeschaltet und nur noch jetzt Udo. Jetzt bin ich da, ja. Na, und wenn ich rede, dann ist das nur das Übersprechen unserer Mikros noch da. Wenn euch das mehr liegt, könnt ihr also auch hier drüber über die Routing-Matrix die Kanalzuordnung machen. Aber die meisten finden es einfacher, das hier über das Dropdown-Feld zu machen. Denkt daran, unsere ganzen Mikros sind immer nur mono sinnvoll. Menschliche Stimme ist nun mal mono, wie sie so aus dem Mund rauskommt. Ihr könnt natürlich auch Stereo-Inputs anlegen. Werden wir hinterher sehen, wenn wir das Soundboard machen. Dann wählt ihr halt hier nicht Mono, sondern Stereo aus. Ihr könntet jetzt auch hier, wir können ja mal crazy shit machen, Kanal 3, 4 mal zusammenlegen. Jetzt haben wir also eine Stereospur angelegt, wo ich jetzt auf dem linken Kanal rede und Udo auf dem rechten Kanal. Na, macht nicht viel Sinn, aber wir könnten es tun, wenn wir denn wollten. Bevor wir die Aufnahme machen, sollten wir als nächstes dafür sorgen, dass die Aussteuerung gut ist. Wann ist eine Aussteuerung gut? Dazu gibt es sehr viele unterschiedliche Philosophien. Je nachdem auch, ob man so aus dem Radio kommt oder ob man vom Fernsehen kommt oder ob man schon immer Podcaster war und wie viel Headroom man irgendwie haben möchte, dass auf gar keinen Fall ein Clipping passiert und so weiter. Das, was wir so empfehlen, ist eigentlich das, was ihr jetzt hier bei meiner Stimme seht, dass man also regelmäßig in den gelben Bereich reinkommt. Das heißt also ungefähr bei minus 12 bis minus 18 dB landet.
Wenn ich lauter spreche, komme ich irgendwann in den Sechser rein. Ihr hört schon, es zerrt auch ein bisschen, was allerdings auch mit dem ganzen Setup jetzt hier ein bisschen zu tun hat. Das Headset würde das normalerweise eigentlich besser wegstecken. Aber das hier, das wäre dann also regelmäßig schon zu laut. Da kann es mal reinkommen, aber eigentlich sollte es eher hier in dem gelben Bereich sein. Wenn ihr nur in dem grünen Bereich unterwegs seid, also sprich minus 18 dB und leiser, muss das nicht zwangsläufig ein Problem sein. Es kommt dann aber ein bisschen auf die Güte eurer Signalkette an. Das heißt also, wie gut sind eure Mikros? Hier die beiden Dynamics sind ziemlich gut. Wie gut ist euer Sound Interface? Das ist beim Zoom H6 schon so eine Sache. Ja, das klingt ordentlich, aber das ist jetzt auch nicht wirklich High-End-Equipment. Das heißt, der sogenannte Signalrauschabstand wird irgendwann ungünstiger dabei. Das heißt also, ihr bekommt dann bei einem sehr niedrig ausgepegelten Signal, das müsst ihr halt hinterher viel verstärken, um es irgendwie auf eine gute Podcast-Lautstärke von minus 16 LUFS zu kriegen. Das heißt, ihr verstärkt dann auch das Rauschen mit. Und von daher unsere Empfehlung pegelt so in diesen gelben Bereich hier ungefähr rein. Das Pegeln selber, auch wichtige Information, macht ihr immer und ausschließlich über die Gain-Regler eures Sound-Interfaces. Das heißt also, fangt jetzt nicht an, hier irgendwo an diesen Fadern rumzuschieben, so, das ändert sowieso nichts. Ja? Das heißt also, diese Anzeige hier ist immer sogenannt Pre-Fader. Das heißt also, das, was das Soundinterface in den Rechner rein routet, das taucht 1:1 hier in der Anzeige auf, nichts anderes. Und daran könnt ihr auch überhaupt nichts bei der Aufnahme modifizieren. Ja, euer einziger sinnvoller Greifpunkt sind die Gain-Regler hier der Interfaces. Das heißt, wenn ich jetzt also meine Stimme einfach mal hier runterregle am Zoom H6, dann seht ihr, dass auch der entsprechende Aufschlag hier hingeht. Und wenn ich es übersteuere, ne, geht es entsprechend dann hoch. Das wollen wir nicht. Was ihr gar nicht früh genug tun könnt, ist einmal euer Projekt speichern. Zur Projektorganisation sage ich hinterher noch ein bisschen was. Projekt speichern bedeutet, ihr habt jetzt also hier schon ein bisschen was angelegt und habt auch eure Spuren schon. Und bevor ihr das Recording macht, solltet ihr auf jeden Fall speichern. Im Moment steht hier oben Unsaved Project. Das ist nicht gut. Das heißt also, ihr geht einmal auf Podcast-Menü, das ist der letzte Punkt hier in dem Workflow, den man so von oben nach unten durchgeht, Save Project As, und gebt dem, sucht euch jetzt irgendwo einen Ordner, in den ihr das reinhaben wollt. Könnt ihr jetzt, ich lege mal einen neuen Ordner an hier unter Documents, den nenne ich mal Podcasts, so, und gebe dem jetzt einen Titel, 35C3 Beginner. Es wird jetzt in dem hier ausgewählten Ordner, Podcast habe ich ausgewählt, automatisch ein Unterordner angelegt mit dem Namen eures Projektes, das heißt also 35C3 Beginner, und alles, was an Audio-Files so generiert wird, landet auch sofort, ohne dass ihr euch drum kümmern müsst, in diesem einen Ordner drin. Sobald ihr es gespeichert habt, seht ihr, dass der Name hier oben natürlich drin steht. Und ab da könnt ihr auch jederzeit in den Projektordner reingucken. Das heißt also, was ist jetzt eigentlich im Dateisystem los? Dafür habt ihr hier unten, ganz links unten, dieses Folder-Symbol. Und wenn ihr das anklickt, wird euch der entsprechende Projektordner gestartet. Da. In dem ist jetzt noch nicht so richtig viel drin. Ihr seht, ihr habt also jetzt hier eine Datei. Das ist diese RPP-Datei. Das ist die eigentliche Projektdatei. Und unten drunter einen Ordner Recordings. Und der ist leer, denn wir haben noch kein Recording gemacht. Wollen wir einfach mal todesmutig eine Aufnahme starten? Bitte. Wir starten eine Aufnahme. So, da sorge ich dafür, dass ich am Anfang immer einmal hier drauf drücke, dass ich auch wirklich hier links bei der 000 beginne. Und dann drücke ich einfach mal todesmutig auf den Record-Button. Und ich sehe, es fängt etwas an zu laufen. Wenn ich das ein bisschen größer haben will, kann ich hier einfach mit dem Plus mir die größer schieben. Ich kann auch sagen, ich möchte diesen Bereich insgesamt jetzt etwas größer sehen. Da seht ihr schon, dass ich jetzt hier bei dieser Aussteuerung ganz schön viel Luft noch nach oben und unten habe. Ja, das heißt also, ich bin jetzt echt weit entfernt davon, dass hier ein Digital-Clipping entsteht. Wenn ich es jetzt noch leiser auspegeln würde, was teilweise halt empfohlen wird, wird es halt irgendwann ein bisschen absurd. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt hier den Gain nochmal weiter runter regeln würde, jetzt wäre ich eher so bei minus 18 dB. Ja, dann seht ihr das, was hier kommt, natürlich jetzt immer noch Signal an. Ja, aber all das hier verschenke ich im Prinzip beim Signalrauschabstand. Also von daher übertreibt es nicht mit dem Runterpegeln, sondern seht zu, dass ihr schon ein einigermaßen
knackiges Signal bekommt, ja, also so darf die Form hier jederzeit aussehen. Seht halt zu, dass ihr nicht zu dicht nach oben und unten auspegelt, weil wenn ich jetzt mal ja, sowas mache, dann bin ich nämlich plötzlich dann schon im Clipping drin. Das heißt, der Unterschied zwischen einer normalen Podcast-Sprechstimme und ich lache oder ich rege mich auf und mache irgendeinen Rant ist schon relativ groß. Das heißt also, ich würde den Gain jetzt schon ein bisschen runternehmen hier. Sowas macht man natürlich alles vor dem Recording, dass man es halt einmal durchtestet. Und ich jetzt etwas lauter spreche, ist das schon kaum noch entsprechend hier drin. Ja, und wenn es irgendwie mal in einer Mikrosekunde klippt, finde ich, ist das auch immer noch irgendwie zu verschmerzen. Was ihr hier bei der Aussteuerung seht, ist, dass hier jetzt plötzlich was rot geworden ist. Das ist eine Clipping-Anzeige, die ihr hier in dem Mixer drin habt. Und die einfach nur anzeigt, okay, so hier ist mal was schiefgelaufen. Achte mal ein bisschen auf deine Aussteuerung. Wenn ihr die wieder weghaben wollt, klickt ihr da einmal drauf. Achtet mal darauf, wenn ich jetzt lauter spreche. Ne? So, da war er jetzt wieder. Jetzt ist er also oben ins Digital-Clipping reingegangen. Ist also ein ganz guter Indikator. Hier in dem Master habt ihr die Anzeige entsprechend auch da vielleicht drauf zu achten. Jetzt könnte aber auch der Udo mal was sagen. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, ich sag auch nochmal Hallo an die ganze Gruppe. Und wie wir sehen, bin ich jetzt ein bisschen leiser als Ralf. Das heißt, er dreht mich jetzt auch gerade wieder ein bisschen weiter auf, sodass wir dann nachher nach Möglichkeit, dass die Kurven, wenn jemand spricht, bei beiden Personen gleich aussehen. Genau. Da wir da gerade das Thema Clipping haben, kann ich das einfach mal zeigen, weil wir dann auch gleich hier zur nächsten didaktischen Lektion kommen. Ihr seht, dass jetzt hier die Spur automatisch mitwandert. Ihr habt hier unten diese Plus-Minus-Pfeile, mit denen wir jetzt auch noch dichter reinzoomen können, damit man also quasi noch schneller sieht, wie es wandert. Jetzt hatte ich eben ja mal so dieses Clipping produziert und besonders laut gesprochen und das würde ich mir jetzt ganz gerne mal angucken in der Wellenform. So. Ich kann die Aufnahme einfach weiterlaufen lassen, komme jetzt aber natürlich schlecht nach rechts, weil er ja die ganze Zeit hier noch weiter scrollen möchte. Das ist der sogenannte Follow-Modus, den könnt ihr abschalten. Das heißt, wenn ihr dieses Icon hier nehmt, wups, bleibt einfach der Screen stehen. Es wird nach wie vor aufgezeichnet, aber es läuft jetzt einfach gleich rechts aus dem Bild heraus und scrollt nicht mehr weiter. Und ich kann währenddessen in einer bereits bestehenden Aufnahme nachgucken, was da los war. Das heißt also, ich kann jetzt hier irgendwo rüber scrollen und hatte hier beispielsweise diese Clipping-Stelle. Und wenn ich mir die nämlich jetzt im Audio mal wirklich genauer angucke, ja, gehe ich da rein, da sehen wir, dass da wirklich... Ja, okay. Er hat das jetzt, glaube ich, während der Aufnahme noch nicht perfekt gerendert. Er macht ja nur so ein Preview. Wir gucken hinterher nochmal genau rein, was hier schief geht. Das ist jetzt keine echte Wellenform, sondern nur so eine Abstraktion, die hier dargestellt wird. Aber wir können einfach mal die Aufnahme stoppen. Dann berechnet er die sauber durch. Und jetzt gucken wir mal rein. Jetzt seht ihr, dass jetzt löst das ganz anders auf. So, und hier haben wir genau den Effekt, den Udo gezeigt hat. Ja, also hier haben wir jetzt die entsprechende Soundkurve und oben und unten ditcht es jetzt einfach dran und produziert jetzt hier also immer den Maximalwert oder den Minimalwert. Und letztendlich repräsentieren ja diese Kurven hier das Schwingverhalten von der Membran, sei es im Kopfhörer oder sei es in einem Lautsprecher. Und an dieser Stelle schwingt er dann halt einfach nicht mehr. Und so kommt es dann eben zu den entsprechenden Effekten. Genau, das Rein-Raus-Zoom macht ihr eigentlich am besten halt mit einem Trackpad, wo ihr dann mit einer Zwei-Finger-Geste einfach rein-rausschieben könnt. Ihr könnt dann mit zwei Fingern links-rechts euch auch schnell im Projekt bewegen. Man kann das Ganze auch mit Maus und Mausrad steuern, finde ich persönlich aber im Vergleich sehr, sehr unintuitiv und fruckelig. Also wenn ihr viel und ernsthaft schneiden wollt, überlegt euch, ob ihr nicht doch auf dem Touchpad umsteigt. Aber wir zeigen hinterher auch noch Alternativen, wie beispielsweise hier dieses MIDI-Interface, mit dem man dann hier die Scroll-Wheels nehmen könnte, um sich im Projekt zu bewegen. Das ist auch ein ganz eleganter Weg. Tastatur geht aber auch. Tastatur geht auch, genau. Also ihr könnt jetzt auch Plus-Minus beispielsweise machen, kommt man auch mit rein und raus. Wenn ich jetzt wieder den Gesamtüberblick haben möchte, okay, wo ist hier eigentlich was zu sehen, dann kann ich dafür dieses Icon hier oben nehmen. Das ist hier dieses Lupen-Icon. Damit wird immer wieder auf das ganze Projekt zusammengeschoben. Das heißt also, hier war es der Anfang meiner Aufnahme, hier ist das Ende meiner Aufnahme, egal wie lang die ist. Ihr seht, wir haben jetzt hier ungefähr 5 Minuten Aufnahme bisher gemacht hier. Tastatur-Shortcut dafür ist Alt-Minus, den ihr nehmen könnt.
Tastatur-Shortcuts sind auch für Einsteiger schon unbedingt sinnvoll. Wir werden gleich zu ein paar Situationen kommen, wo das wirklich total nützlich ist. Normalerweise hat man, zumindest ging mir das lange so, immer so eine natürliche Abneigung erstmal gegen Tastatur-Shortcuts. So nach dem Motto, oh Gott, die muss ich halt auswendig lernen und irgendwie ist alles so profimäßig. Aber der Punkt ist, dass ihr in vielen Fällen wirklich enorm viel schneller damit seid, als immer erst irgendwie das Menü aufzuklappen und irgendwie Dinge auszuwählen oder irgendwo mit der Maus, wenn ihr nämlich eigentlich im Browser unterwegs seid oder ähnliches, dann hier die Icons zu treffen. Von daher bewegt in eurem Herzen, ob ihr nicht möglichst frühzeitig auch mal euch mit den Shortcuts beschäftigen möchtet. Und um das etwas zu motivieren und etwas schöner und angenehmer zu gestalten, habe ich mal eine sogenannte Keymap dazu entwickelt. Die findet ihr auch im Podcast-Menü, hier relativ weit unten. Hat auch einen Shortcut, nämlich K wie Keyboard. Und wenn ihr das aufruft, dann wird ein PDF hochgefahren, indem ihr so richtig profimäßig mit verschiedenen Farben noch hinterlegt, alle einigermaßen sinnvollen Shortcuts für Windows und Mac aufgefahren bekommt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist mal eine Aufnahme mit Soundboard und dort werden wir dann mal Kapitelmarken setzen. Ich lösche jetzt erstmal unsere Aufnahme, die wir jetzt bisher gemacht haben, die brauche ich nicht. Gehe wieder zurück an den Anfang. Und füge jetzt noch eine Soundboard-Spur hinzu. Das heißt also, der Gedanke ist der, dass wir jetzt nicht über ein zusätzliches Gerät, was weiß ich, iPhone, was auch immer, in das Zoom H6 wieder mit Kabeln reingehen und ich dann anfange, irgendwie MP3s von meinem Device zu spielen, sondern wir haben hier schon einen Computer und der kann doch eigentlich schöne Sachen. Und von daher haben wir einen VST-Effekt programmiert, der ein Soundboard direkt hier in der Nutzeroberfläche integriert, mit dem ich beliebige Audiodateien von meinem Rechner live reinspielen kann. Das mache ich, indem ich auf Podcast gehe und dann hier, ich bin immer noch im Bereich Setup, weil es ist jetzt quasi wieder ein Setup für eine neue Sendung. Insert Studio Link and Soundboard Tracks und da wähle ich jetzt logischerweise den Soundboard Track aus. Es erscheint eine neue Spur, die kriegt auch automatisch schon eine andere Farbe, nämlich ein freundliches Grün. Und hier unten rechts ist jetzt ein neuer, in unserem Doc-Bereich, was Neues aufgepoppt, nämlich der Bereich für mein Soundboard. Es kann sein, je nachdem wie groß euer Monitor ist, das ist auch so ein Anfängerproblem, dass ihr den alles entscheidenden Button, nämlich dieses Folder-Icon hier, dass ihr das erstmal nicht seht. Da heißt es Ruhe bewahren und euch erstmal ein bisschen Platz verschaffen. Das heißt also, wie vorhin gezeigt, das mal ein bisschen hochziehen und den ein bisschen hochziehen. Und eventuell auch noch hier ein bisschen Platz schaffen. Und dann werdet ihr hier unten rechts diese Ecke finden. Ja, diese Angreifecke. Und mit der könnt ihr dann nämlich, also es kann also sein, dass es beim Start bei kleineren Displays so aussieht. Dann seht ihr, dass sich die Sachen hier nicht so richtig toll responsiv verschieben und der wichtigste Button überhaupt weg ist. Das werden wir in der nächsten Release auch ändern. Ja, aber macht euch einfach ein bisschen Platz dafür und schiebt den dann so nach rechts, dass ihr an das Ordnersymbol rankommt und dann ist es auch gut und dann könnt ihr die Sachen dann entsprechend wieder zusammenschieben. Man kann den, also alle Plugins auch mit einem beherzten Doppelklick aus diesem Fenster befreien. Richtig, das, wenn man einen ganz kleinen Monitor hat. Aber das kann man tun. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier einen Doppelklick macht, habt ihr das Soundboard entkoppelt von der Rest-GUI und könnt es beispielsweise auf den zweiten Monitor legen, ja, und könnt es irgendwie infernalisch groß legen und habt es immer im Sichtbereich, egal was ihr ansonsten so an Interface macht. Mit einem Doppelklick verschwindet es wieder unten rein ins Dock. Ich lade aber jetzt überhaupt erstmal ein paar Sounds rein, damit man überhaupt erstmal sieht, wie das Ganze so funktioniert. Dafür habe ich jetzt mal hier einen Ordner angelegt, Musik 1, Musik 2, das ist also einfach mein ganz normales Dateisystem. Dieser Ordner ist hinreichend chaotisch. Das heißt also, der hat irgendwie Unterordner und irgendwie komische Dateien drin. Manche von denen sind Audiodateien, ganz unterschiedlicher Sachen. Eine Logic-Datei hängt da drin. Das ist dem Soundboard alles egal. Wenn ich diesen Ordner jetzt auswähle, nimmt er sämtliche abspielbare Audiodateien in dem Ordner und sämtliche Unterordner und zeigt die mir im Soundboard einfach als Liste an. Das heißt also, da muss man jetzt nicht irgendwelchen großen Konventionen folgen. Wenn ich das jetzt öffne, kriege ich jetzt also hier entsprechend eine
Liste mit Sounds, die dort entsprechend reingeladen sind. Und ihr seht, dass ich jetzt hier so auch diverse GUI-Optionen habe. Ihr könnt hier links beim Soundboard noch zwei verschiedene Views hin und her schalten. Das ist der Listen-View und das hier ist ein View, der eher so mit Kacheln funktioniert. Hier seht ihr auch die Wellenformen drin. Ich bleibe aber erstmal in dem Listen-View, weil es hier ein bisschen nachvollziehbarer ist, wie die Buttons funktionieren. Die Grundbedienung oder die Grundfunktionen sind in den beiden Views aber sehr ähnlich. Was ihr hier aber seht, ist, dass wir maximal 24 Slots derzeit haben. Das wird in der nächsten Version aber auch aufgebohrt und es gibt auch eine Variante, wie man auch jetzt schon mehr haben kann. Zeige ich gleich auch kurz. Ob das Soundboard funktioniert, das kriegt ihr raus, indem ihr es einfach mal ausprobiert. Das heißt also, wenn ich jetzt hier mal einen Sound abspiele, dann hören wir, dass wir nichts hören. Dun, 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 dun. So, machen wir den mal kurz. Level 17. Okay, ein nicht gestarteter Podcast von mir, wo ihr gleich noch das Intro hören könnt als Weltpremiere eines toten Projektes. Ich wechsle jetzt mal meinen Ordner, das heißt also in Musik 2. Ja, dann sehen wir, da ist jetzt nur ein Sound drin. Und genauso sieht es dann auch im Dateisystem aus. Das heißt also, hier habe ich halt meinen Ordner 2, da ist genau ein Sound. Ordner 1 war der. Und so kann ich jetzt also für den jeweiligen Podcast mir halt meinen Ordner definieren und den entsprechend dann haben. Sehr schön. Ich gehe mal wieder rüber zu meinem ersten Ordner. Was an der Stelle auf jeden Fall Sinn macht, wenn ihr ein festes Set von Sounds habt für einen Podcast, also sprich immer dasselbe Intro, immer irgendwelche Marker, wo ein Kapitelübergang ist, immer dieselbe Extro-Musik, dann macht es Sinn, das sich auch mal als Preset zu speichern. Das macht ihr hiermit. Das heißt also, dieses kleine Plus hier oben, das mache ich jetzt mal und jetzt sage Save Preset, dann ist das Podcast 1. So, und jetzt mache ich den zweiten Ordner, den ich gerade eben schon angespielt habe. Den speichere ich als Preset Nummer 2. Ja, dann habt ihr hier in der Preset-Verwaltung, ohne dass ihr überhaupt noch irgendwie das Dateisystem bemühen müsst, könnt ihr jetzt sehr schön verschiedene Sets von Sounds quasi hin und her schalten. Und die sind auch überall eure Podcasts und überall eure Templates hin verfügbar. Ja, das ist also ein sehr einfacher Weg, wie man sich also verschiedene Sets modellieren kann. Bis hin zu, dass man damit natürlich auch relativ schnell auf mehr als 24 Sounds kommt. Also sprich, irgendwie 4 Soundboards halt hat mit jeweils irgendwie 20 verschiedenen Effekten, die im Laufe eines Podcasts phasenweise abgespielt werden, kommt man damit auch relativ weit. Jetzt nehmen wir einfach mal den Podcast auf. Okay, so, ich gehe mal ins Recording rein, mache es ein bisschen größer, damit ihr dann auch mehr seht, was genau da passiert. Und jetzt fahre ich mal das Intro ab. Aber hat es dich emotional berührt? Auch wenn nicht geweint wird, das ist Kunst. So, was ich jetzt hier schon mal habe, ist, dass ich noch einen Lautstärkeregler habe, den ich manuell für das ganze Soundboard nutzen kann. Das heißt also, ich kann jetzt hier quasi manuell mein Ducking machen. Ihr seht, jetzt ist es rausgewandert. Ich schalte den Follow-Modus also wieder ein. Das ist also mitwandert und ich sehe, was hier passiert. Ihr seht hier die Fortschrittsanzeige. Die seht ihr auch hier in der Anzeige. Das ist jetzt also gleich schon wieder durch, ist der Sound. Und am Ende stoppt er einfach und ich könnte das nächste machen. Ich kann natürlich beliebige Sounds übereinander spielen. Das heißt also, wenn ich den jetzt einfach nochmal starte. Aber hat es nicht emotional Level 17. Ja, dann auch wenn nicht geweint wird, das ist Kunst. Level 17. Okay. Ich kann hier mit dem Button
auch auf einen definierbaren Wert runtergehen. Das ist also nochmal eine zweite Variante des Duckings. Und wieder hochziehen, wenn ich nochmal drauf drücke. Dass ich das automatisch machen muss. Und ich kann automatisch ausfaden. Das ist der hier. Jetzt seht ihr, geht also hier der entsprechende Lautstärkeregler runter. Bis der Sound unten ist, geht dann in den Pausenmodus. Und ich kann ihn aus dem Pausenmodus wieder hochfaden lassen. Von der Stelle aus. Na, das ist schon, finde ich, ganz brauchbar, was wir da so haben. Und die nächste Version wird noch total awesome-mäßiger, die aber noch nicht fertig ist. Aber ich glaube, es wird klar, dass das schon eigentlich ganz gut ist. So, jetzt wollten wir aber eigentlich einen Podcast aufnehmen und mal Kapitelmarken machen. Und eine Funktion zeige ich dafür noch, nämlich was ich jetzt hier gemacht habe, ist eben so dieses klassische, ich spreche über ein Soundbed drüber und regle dann von Hand den Klang rüber. Also nichts ist, finde ich, gar nicht so extrem, was Klangqualität angeht, aber was mich wirklich, wirklich stört, sind Intros, über die geredet wird, wo ich die Stimme nicht verstehe. Oder Outros, wenn noch die Bankverbindung genannt wird und die Hintergrundmusik so laut ist, dass ich die Zahlen überhaupt nicht verstehe. Das finde ich ist einfach total bescheuert. Das muss nicht sein. Und das, was hier halt gebraucht wird, ist halt dieses Ducking, dass also das Soundbett dann einfach leiser gefahren wird, wenn eine Stimme drüber kommt. Hier habe ich jetzt gezeigt, wie man das manuell machen kann. Wir haben aber auch einen Modus, wo das automagisch passiert. Das heißt also, sobald wir beide anfangen zu sprechen, wird dynamisch die Musik leiser. Und wenn wir aufhören zu sprechen, wird sie wieder lauter. Und das zu modellieren ist relativ einfach. Ist eigentlich schon fast jetzt ein Profi-Feature, aber weil ihr es seid, zeige ich das mal kurz. Das macht man nämlich in der Routing-Matrix. Und zwar ist das Soundboard so konfiguriert, dass immer ein Kompressoreffekt im Hintergrund mitläuft, der aber getriggert wird durch unsere Stimme. Und normalerweise also quasi nicht aktiv ist. Und nur wenn wir beide sprechen, wird er getriggert. Und genau das stelle ich jetzt mal ein. Das heißt also hier in der Routing-Matrix sage ich, wenn Ralf spricht, bezieht sich das auf das Soundboard. Da geht also mein Signal ins Soundboard rein, allerdings nicht auf den Hauptkanal, sondern auf den AUX-Kanal. Das heißt also, so, ja, ich habe den falschen erwischt. Das heißt also, ihr müsst den hier machen. Das ist von wo ihr losschickt, hier links. Und hier nach rechts neben dem Pfeil, eigentlich auch logisch, ist das da, wo er hin soll. Das heißt, hier macht er jetzt 3, 4. Die Grundlogik ist genau dieselbe, nur habe ich hier den falschen Schnuffi erwischt. So, auch auf 3, 4. So, jetzt sieht das hoffentlich gleich schon anders aus. Tada, da passiert schon was. Jetzt haben wir Pegel. Damit man das Soundboard überhaupt irgendwie ständig sieht und nicht beispielsweise jetzt die Routing-Matrix, ist auch noch eine wichtige Grundlage, die man wirklich in Fleisch und Blut haben sollte, diese Knöpfe hier. Das heißt also, ein paar Sachen laufen eben über Effekte, so etwa das Soundboard. Und eine klassische Frage im Sendegate ist also, oh, mein Soundboard ist weg, wie kann ich es wieder sehen? Geht einfach in den entsprechenden Channel Strip von dem Soundboard und drückt den FX-Button. Den seht ihr auch, wenn das Ganze hier sehr klein geschaltet ist. Ja, der ist dann also immer da. Und wenn ihr da einmal draufklickt, dann wird das wieder entsprechend unten rechts ins Dock reingeladen. In Wahrheit ist jetzt hier nicht nur das Soundboard aktiv, sondern eben jetzt auch hier der Kompressor. Und ihr könnt jetzt auch noch einen EQ draufsetzen. Das heißt also, ihr seht hier in dieser Liste den ganzen Effektweg, den der Klang jetzt auf diesem Kanal nimmt. Und könnt jetzt auch gucken, okay, welche Effekte liegen jetzt hier auf Spur 2 und welche Effekte liegen auf Spur 1. Und da seht ihr, dass hier schon vorbereitet ist ein EQ und ein Dynamics-Effekt, zu dem kommen wir später, die aber beide nicht aktiv sind. Das heißt also, erst jetzt würde hier der EQ auf meiner Stimme aktiv sein. Man kann also hier mit dem Häkchen den Effekt ein- und ausschalten und zum Soundboard kommt man halt immer, wenn man auf den Effekt der entsprechenden Spur macht und hier oben ist dann die GUI drin. Das heißt also den Kompressor hier für das Ducking, was wir jetzt gleich machen, den müsst ihr normalerweise gar nicht sehen. Das läuft sowieso automatisch und stattdessen seid ihr eigentlich die ganze Zeit nur in diesem View hier. Okay, todesmutig, probieren wir das jetzt mal aus. Ob das jetzt probiert, das funktioniert. Das heißt also, wir werden jetzt wieder das Intro spielen und werden dann drüber schnacken und werden schauen, verrückt, was dabei passieren wird.
So, wir starten die Aufnahme und ich starte kurz das Intro. Ich hasse ja auch eigentlich diese Podcast, wo ins Intro gequatscht wird. Das ist nicht die Stelle, wo wir schon reden sollen. Auch wenn nicht geweint wird, das ist Kunst. So, Udo, wir haben uns hier heute zusammengesetzt, um ein paar Features zu zeigen. Mhm. Zum Beispiel das automatische Ducking, wenn man ins Intro quatscht. Ist das nicht schön? Das ist doch diese Zukunft, von der man immer gesprochen hat, oder? Das ist doch ein spontaner Applaus wert. Level 17. Ja. Hm? Was denn? Begeisterung. Der Nachbar auch hat. Okay. Das war, glaube ich, jetzt hoffentlich hinlänglich eindrucksvoll. Das ist natürlich ein bisschen auch ein Spielfeature. Ja, also man kann das auch alles händisch machen, aber viele Wege führen ja also nach Rom, wie man also zum Ducking kommen kann. Aber wichtig ist also, es gibt keinerlei Ausrede, warum ihr jetzt noch Podcasts produziert, in denen man das ins Intro gequatsche nicht vernünftig hören kann. Okay, ach, hier seht ihr übrigens einfach nur so klein eingeschoben mal. Ja, unsere Stimmen sind Mono und das hier unten ist jetzt eine Stereospur. Ja, das heißt also, so sieht hier das dann optisch entsprechend aus. Okay, das, was wir jetzt machen würden, ist, dass wir jetzt mal ein Remote-Gespräch mit dazu holen. Da würde ich dann den Schöpfer und Meister von StudioLink, Sebastian Reimers, mal aus dem Raum heraus komplimentieren. Das heißt also, der setzt sich jetzt gleich irgendwo anders hin. Und dann rufen wir ihn mal einfach an. So, das, was wir jetzt also gleich machen, ist quasi jetzt die neumodische Fassung und das, was wir früher irgendwie mit Skype gemacht hätten. Für Skype brauchten wir dann immer eine sogenannte Skype N-1-Schalte. Die Zeiten sind jetzt also vorbei. Das heißt also, im Prinzip machen wir natürlich immer noch. Aber das Ganze ist viel einfacher, als es unter Skype gewesen wäre, wo wir jetzt noch ein Aggregated Device hätten einrichten müssen, also virtuelle Soundkarten und so weiter. Das brauchen wir zum Glück alles nicht mehr. So, ich richte jetzt also eine neue Spur hin, und zwar eine StudioLink-Spur. Und wir ahnen es, auch das mache ich mit dem Podcast-Menü. Den Menüpunkt hatten wir eben schon, Insert StudioLink and Soundboard Tracks, nur dass wir diesmal halt einen StudioLink-Track auswählen. Den haben wir hier. Was jetzt passiert ist, dass automatisch euer Browser gestartet wird mit eurem voreingestellten Browser, in meinem Fall jetzt hier Safari, und ihr schon gleich im Server von StudioLink angemeldet werdet. Das heißt also, hier oben habt ihr euer Statusfenster. Das Ganze ist kostenlos, weil es im vierten Jahr Beta ist. Sebastian ist jetzt, hört mich jetzt gerade nicht, der soll endlich mal anfangen, damit Geld zu verdienen. Wichtig ist also, dass ihr hier guckt, ist mein Status grün und okay. Und eure quasi Telefonnummer ist diese hier, ja, 5E53301F. Das ist jetzt meine StudioLink-ID. Ihr könnt euch, glaube ich, auch irgendwelche Benamsten bei ihm abholen, aber ansonsten mit diesen Nummern kommt man soweit auch schon mal durch. So, dieses Interface, ihr seht hier, ist jetzt derzeit noch kein Ausschlag und ich habe eben jetzt auch noch niemanden angerufen. Von daher lungert das da jetzt erstmal so rum. Ich muss noch eine vorbereitende Maßnahme machen, nämlich jetzt in der Routing-Matrix diese neue Spur StudioLink, die jetzt hier unten aufgetaucht ist, auch entsprechend im Routing versehen. Das werde ich jetzt nicht im Detail erklären, wie ich das mache, weil ihr das im Sendegate eigentlich sehr schön nachlesen könnt. Da gibt es nämlich dankenswerterweise ein Cheat-Sheet nur für diese Aufgabe. Den Link dazu schreibe ich euch auch in die Shownotes hier rein, wo ihr, je nachdem wie viele Partner ihr habt, quasi genau aufgemalt die Routing-Matrix bekommt, wie ihr die einstellen müsst. Ja. Ich werde es jetzt kurz erklären, wie ich es einstelle, aber halt jetzt nicht besonders intensiv. So, was ich jetzt mache ist, dass ich sage, meine Stimme von Ralf geht Richtung StudioLink, damit Sebastian mich hören kann. Udo geht zu StudioLink, damit er ihn hören kann.
Das Soundboard geht zu Studio Link raus. Sebastian soll ja auch das Intro hören. Studio Link selber geht natürlich nicht zu Studio Link, aber geht zu uns hier in den Output, damit wir ihn hören können, hier über unsere Geschichte. So, das heißt also, so sehe jetzt die richtige Routing-Matrix für dieses Setup aus. Hoffe ich. wenn ich jetzt in den Browser rübergehe, dann sollten wir hier jetzt auch schon einen Signalpegel sehen. Das heißt also, auch ohne, dass ich jemanden angerufen habe, merkt jetzt hier das Studio Link schon, okay, da spricht jemand rein, sprich du mal rein. ABC, die Katze spricht im Schnee. Wenn ich jetzt hier mich mal rausnehme aus dem Routing an der Stelle, so hört ihr mich nach wie vor, aber nicht mehr Studio Link. Es zappelt jetzt was, aber das ist das genau wieder ich. Das Übersprechen von seinem Mikro hier. Wenn ich ihn jetzt also auch wieder rausnehme, ja, sind wir beide entsprechend dann dort hier. Aber das Soundboard würde man noch hören. Ja, von daher also alles eigentlich immer gut nachvollziehbar, wenn man ruhig bleibt und ein bisschen drüber nachdenkt. So. Frage? Gibt es die Möglichkeit, dass mehrere Leute auch von außen... Aber ja. Das ist ehrlich gesagt erschütternd simpel. Du machst jetzt einfach die nächste Spur rein. Studio Link. Genau, dasselbe nochmal. Und wenn ich gleich Sebastian angerufen habe, mache ich dann nochmal eine weitere Spur auf, dann sieht man es ein bisschen sinnvoller, wie man das macht. Du hast dann aber nur ein Webinterface, in dem du dann also die unterschiedlichen Leute anrufst. Das heißt also, hiervon hast du dann einen und die verschiedenen Calls untereinander. Und in Ultraschall hast du dann also einen pro Spur. Das ist also auch ein maximaler Vorteil gegenüber Skype, weil da hast du ja dann immer alle auf einer Spur drauf. Und hier kannst du es dann halt wirklich dann separat sehr gut schneiden. Mit einem Klick setzt man einen Sound beispielsweise hier für coole Echo-Effekte. Und mit Alt-Klick in das Feld kriegst du es. Du kannst auch reinklicken und hier auf Delete gehen, hätte denselben Effekt, aber schneller ist es einfach mit Alt-Klick, dann kriegt man den schnell wieder raus. Okay, damit der Sebastian sich da draußen nicht langweilt, rufe ich ihn jetzt mal schnell an. So, rufen wir mal an. Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo. Moin. Kannst du uns Moin. Hören? Moin. Ich höre euch. Könnt ihr ihn auch hören, Sebastian? Hey, okay. Dein Applaus. Kann mich sogar noch sehen. Ah, ja, wo stehst du denn genau? Sag mal kurz. Ums Eck hier direkt. Ah, okay. Gut. Wenn ihr jetzt eine Live-Sendung fahren wollt und euer Recording läuft, müsst ihr genau einen Knopf drücken, nämlich den hier. Das ist hier unser Studio Link On Air Streaming Dienst. Und wenn man da drauf drückt, startet sich wiederum ein Webinterface und es wird der Stream vorbereitet. Und sobald er hier vorbereitet ist, könnt ihr sagen, ist das jetzt nur ein Test, den ich gerade mache oder bin ich gerade in der Pre-Show oder live oder ist es irgendwie eine Pause? Ich sage jetzt mal, wir starten erstmal hier mit einer Pre-Show. Und schwupps, ab jetzt läuft der Stream entsprechend drauf. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt auch das Ganze mit einem vernünftigen Namen haben. Dafür geht ihr hier auf Edit Stream und sagen Testsendung vom Sendezentrum 35C3. Kann denen noch irgendeinen schönen Slug geben. Kategorie Education sind wir hier auf jeden Fall. Könnt ein Cover auswählen. Habe ich, glaube ich, irgendwas auf dem Desktop rumliegen. Das sollte quadratisch sein nach Möglichkeit. Damit das auch in den Apps vernünftig aussieht. Ups, was war das? So. Da können wir jetzt gehen. Genau, so. Und die Pre-Show startet. Wir haben auch schon einen Listener. Wenn jemand von euch... ich gehe mal gleich jetzt in die richtige Live-Show. Das heißt, ich schalte den Status jetzt hier um. Das soll jetzt also eine Live-Sendung fahren. Wenn jemand von euch die App Podlife hat, würden wir jetzt da drin auftauchen oder in wenigen Sekunden dort auftauchen. Und wenn das Livestreaming dann irgendwann durch ist und eure Sendung beendet ist,
macht ja eigentlich nichts anderes als, ich setze jetzt mal Kapitelmarke. Jetzt haben wir eine Kapitelmarke. Jetzt machen wir eine Kapitelmarke. Und so. Edit-Marke vielleicht auch noch. Genau, wir machen jetzt mal ein paar Marker. Die macht man entweder über diese beiden Knöpfe hier. Das hier oben sind Kapitelmarken, das sind Edit-Marken, oder aber ich setze sie immer gerne auf der Tastatur. Das ist für eine normale Kapitelmarke ist es Command-M. Und nicht nur M? Ja, ich mache lieber Command-M, weil egal wo man ist, das, das geht dann immer durch, wenn man an die richtige Stelle. Oder für eine Edit-Marke Command-E. Denn wir müssen jetzt mal kurz Meta werden. Mhm. So, wir hatten jetzt schon ein technisches Problem, das war jetzt nicht so toll für den Workshop, aber ansonsten funktioniert es hoffentlich. Wir machen jetzt mal einfach gleich weiter im Text. Setze ich also wieder eine Edit-Marke. Und jetzt habe ich plötzlich Hustenanfall. Einen schlimmen Hustenanfall. Red du mal ein bisschen kurz was. Ja, also während Ralf sich jetzt abhustet, kommen wir jetzt und noch eine Edit-Marke gesetzt hat. Genau, die habe ich da jetzt an die Stelle gesetzt, damit ich hinterher meinen Husten wiederfinde und merke, okay, da will ich irgendwie was editieren. Und ich denke, das reicht aber auch fast schon. Das heißt, wir können jetzt zum Ende kommen, wo ich also eine entsprechende Marke auch mal reinsetze und dann können wir die... Jetzt könntest du noch die benennen, oder? Könnte ich, ich kann auch gleich eine... Stimmt, das wäre noch besser mit Shift-M. Könnt ihr die gleich, während die Aufnahme läuft, ihr auch einen Namen geben, wenn ihr euch nämlich hinterher nicht mehr dran erinnert. Shift-M drücken und dies ist das Ende. So, dann hat diese Kapitelmarke auch gleich einen schönen Namen und ihr müsst es nicht hinterher wieder irgendwie durch Probehören mitbekommen. Und dann machen wir hier mal Schluss. So, okay, jetzt haben wir also hier eine schöne Zweispuraufnahme, wo wir jetzt ein paar Marker drin haben. Bevor wir Schnitt machen, gehen wir jetzt auf Prepare All Tracks for Editing. Das schaltet nämlich zum einen schon mal die ganzen Ausgänge jetzt aus. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Das sorgt dann nur wieder für Echo und irgendwie Konfusion. Und schaltet auch im Hintergrund noch einiges an Details um, die wir jetzt aber nicht unbedingt besprechen wollen. Und jetzt, nicht mehr. Jetzt kann ich also den Schnitt entsprechend mal vorbereiten. Ich gehe dafür hier in meinen Schnittview. Ich sehe jetzt beispielsweise auch die ganzen Marker, die ich hier alle habe. Ich kann zwischen meinen Markern schön schnell hin und her springen, indem ich Command-Pfeiltasten links-rechts mache. Ja, dann seht ihr, kommt hier schnell zu den Stellen im Podcast, die ihr markiert habt. Man kann auch hier auf die entsprechende Marker hier rechts in dem Bereich doppelklicken, dann springt ihr auch dahin. Das heißt also, ihr müsst dann nicht lange suchen im Projekt, sondern orientiert euch einfach an den Markern, die ihr gesetzt habt. Okay, gucken wir uns erstmal das Husten an. Das war diese Sequenz hier. Ihr könnt die Marker verschieben, das heißt also, wenn ihr jetzt aus welchen absurden Gründen auch immer das Husten noch pixelgenau mit diesem Edit-Marker vorher irgendwie, das macht aber gar keinen Sinn. Ne? Also wir wollen das ja loswerden, das Husten an der Stelle. Ich stelle einmal kurz die Routing-Matrix so um, dass wir jetzt auch vernünftig die Sachen hören. Das müsst ihr jetzt wirklich nicht im Detail verstehen. Wie gesagt, da sollte man sich dann das entsprechende Video nochmal angucken. Hören wir uns jetzt die Passage mal an. Während Ralf sich jetzt abhustet, kommen wir... Okay. Vielleicht zum Abspielen. Es gibt zwei unterschiedliche Varianten, wie ihr abspielen könnt. Nämlich einmal mit der Space-Taste und einmal mit der Return-Taste. Die machen jeweils unterschiedliche Dinge. Wenn ich mit der Return-Taste abspiele... Während Ralf sich jetzt abhustet... und dann wieder Return drücke, springt er wieder an die Stelle zurück, wo ich angefangen habe zu spielen. Das heißt, hiermit kann man sehr schnell... Während Ralf sich... Ja, immer wieder dieselbe Passage anhören. Wenn ich hingegen Space nehme... Während Ralf sich jetzt... Das heißt, damit gehe ich dann weiter im Projekt vor. Okay, ich möchte jetzt dieses Husten hier loswerden. Dafür gibt es natürlich verschiedene Varianten. Das, was wir aber empfehlen, ist einfach nur die Spur an dieser Stelle zu muten. Das heißt also, man könnte jetzt hier einen Schnitt setzen und da einen Schnitt setzen und könnte das dann irgendwie rauslöschen oder ähnliches. Das, was wir machen, ist eigentlich eleganter. Das heißt also, mit dem Mauszeiger geht ihr auf die jeweilige Spur, in der ihr was machen wollt. In dem Fall jetzt hier die erste. Ja, drückt das Mauspad und zieht
so lang die Time Selection, wie ihr es haben wollt. Und jetzt seht ihr, dass wir zum einen jetzt hier in der vertikalen einen Anfang und ein Ende haben und ihr seht durch die goldene Umrahmung auf der anderen Seite, dass es genau dieser Bereich hier ausgewählt ist. Und wenn ihr jetzt Command Y drückt, wird automatisch dieser Bereich gemutet. Ja, das heißt also, wir haben jetzt eine neue Spur unten drunter hier. Ich mache die mal ein bisschen kleiner, die muss gar nicht so groß sein. Und dann seht ihr, okay, hier ist jetzt also ein Mute hier drauf, ohne dass ich irgendeinen Schnitt machen musste. Den könnte ich jetzt auch noch hier feintunen, ist aber wahrscheinlich überhaupt nicht nötig, sondern Pi mal Daumen wird das schon hingekommen haben. Jetzt höre ich mir die Sequenz nochmal an. Mal ein bisschen kurz was. Ja, also während Ralf sich jetzt abhustet, kommen wir jetzt... So, das heißt also, das Husten ist immer noch drin, eben das, was von seinem Mikro drin ist, weil wir jetzt sehr dicht beieinander sitzen. Aber es ist natürlich deutlich besser, als es vorher war. So, das heißt also, wenn ihr irgendwelche Störstellen habt, vielleicht seid ihr auch, ich kenne Leute, die, ich habe jetzt hier ja einen längeren Monolog, genau, die habe ich da jetzt an die Stelle gesetzt, die dann systematisch sagen, während der ganzen Zeit soll der andere immer gemutet werden, ja, finde ich persönlich irgendwie ein bisschen too much, aber es gibt Leute, die das gerne machen, kommt man also auch damit irgendwie relativ zügig durch, dass ich also immer gucke, wer hat hier wann die großen Redeanteile und mute dann die andere Spur. Ich persönlich finde es, wie gesagt, überflüssig, weil so viel Übersprechen ist da gar nicht. Okay, das war hier unsere erste Edit-Marke, wo ich jetzt also das Husten gemutet habe. Die will ich jetzt auch einfach wieder loswerden. Das heißt also, das war die hier. Und da kann ich dann einfach sagen, rechte Maustaste, Delete, oder ich hätte auch auf der Kapitelmarke selber die wegnehmen können, weil die muss ich jetzt ja nicht mehr weiter bearbeiten, die ist ja schon fertig. Jetzt hatte ich hier noch rote Edit-Punkte, das war hier die Metasequenz in unserem Gespräch. Die will ich jetzt komplett rausgeschnitten haben. Das heißt also, der klassische Weg wäre, ich mache hier einen Schnitt, ich mache da einen Schnitt, ich lösche die Sachen weg, ich schiebe alles rechts irgendwie wieder dran. Dafür haben wir ein extrem schnelles, einfaches Tool entwickelt, was ganz ähnlich funktioniert wie das Mute. Ich gehe also jetzt auf irgendeiner Spur, ist egal welche, über den zu schneidenden Bereich, habe hier meine Selektion und drücke einmal Command X, das ist direkt neben dem Command Y für Mute, was ich eben hatte, und schwupps, ist der komplette Bereich über alle Spuren weggeschnitten und alles, was rechts davon ist, ist rangerückt. Ein sogenannter Ripple Cut, den ich jetzt hier gemacht habe. Ja, und jetzt habe ich also E, denn setze ich also wieder eine Edit-Mark. So, also der ganze Meta-Bereich ist entsprechend weg. Ein schönes Feature, was wir noch drin haben, ist, dass ich einen Schnitt auch vorhören kann. Das heißt also, gerade wenn ich längere Passagen rausschneide, ist ja schon eine Frage, wie ist denn das Timing der überbleibenden Bereiche eigentlich? Und um das feintunen zu können, macht man einfach Folgendes. Man macht wieder diesen Bereich hier und drückt P wie Preview. Dann passiert nämlich Folgendes. Gucken wir jetzt mal genau hin. Und E. Denn setze ich also wieder eine Edit-Marke. Und E. Denn setze ich also wieder eine Edit-Marke. So, das heißt also, ich kann jetzt hier feintunen. Setze ich also wieder eine Edit-Marke. Wie groß meine Time Selection ist. Denn setze ich also denn setze ich also wieder und habe also ein Preview des Schnittes, ohne dass ich den Schnitt schon gemacht habe. Ja, das heißt also, ihr müsst nicht immer schneiden, Undo machen, korrigieren, wieder irgendwie schneiden, sondern gewöhnt euch einfach an, wenn ihr so einen Ripple Cut macht und euch solche Timing-Sachen wichtig sind, einfach mit P, mit der Preview-Funktion, das fein zu tunen. Über auf der Tastatur, bei den Tasten, die unten sind, Y, X, C, kleiner, größer, könnt ihr anfangen, verschieben sehr schnell und Ende verschieben, sodass ihr also dann mit beiden Händen auf der Tastatur zusammen mit dem P jedes Mal, wenn ihr die loslasst, dann geht es auch wieder los. Ist also schon viel vom Videoschnitt abgeguckt, wie man hier schnell zu einem sauberen Schnitt kommt. So, mit diesen beiden Funktionen, nämlich einen Ripple Cut über alle Spuren mit Command X inklusive Preview und das schnelle Muten mit Command Y, kommt ihr ultraschnell durch den Schnitt von einem Podcast durch. Ja, damit erschlagt ihr eigentlich, also hier ist eine Störung, Mute. Ja, hier hatte ich meine Markierung, das war eine Klopause, kürzen. Anfang der ganzen Geschichte soll sowieso weg, bevor irgendwie die Show losging, weggekürzt. Ja, da kommt ihr extrem schnell durch den Schnitt durch, ohne dass ihr jemals irgendwie sowas machen müsst, wie ich mache hier den Anfang vom Schnitt und da den Ende vom Schnitt und nehme das irgendwie raus.
gewöhnt euch das vielleicht echt gar nicht erst an. Gerade als Anfänger ist es eigentlich viel einfacher, mit nur diesen beiden Werkzeugen durchzugehen. Das heißt natürlich nicht, dass man die ganzen anderen klassischen Dinge nicht auch alle machen kann. Die zeige ich jetzt zumindest einmal kurz im Schnelldurchgang. Wenn ihr jetzt also hier so ein Item habt und ihr möchtet das ausnahmsweise mal verschieben, sprich, ihr seid schon eher im Bereich der gebauten Beiträge, was dann Udo ja noch in den nächsten 8 Stunden euch noch zeigen wird, wollt ihr das jetzt halt einfach mal verschieben. So ganz einfach geht das jetzt gar nicht, weil wir das so eingestellt haben, dass ihr normalerweise nichts verschieben könnt, sondern immer nur eine Time Selection macht hier auf dem Item. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll, denn nichts ist schlimmer, als wenn ich unbeabsichtigt diese beiden Items hier zueinander verschieben würde, weil nämlich jetzt beispielsweise dass die Übersprechung meines Klangs dann zu einem echten Echo wird. Und das hört sich dann schrecklich an. Wir können das mal simulieren. Gucken wir mal, ob man das deutlich genug hört. Genau, einen Knopf drücken, nämlich den hier. So, und jetzt verschiebe ich das Ganze mal. Studio Link on Air Streaming Dienst, und wenn man da drauf drückt, hört ihr das Echo jetzt im Hintergrund. So, wenn ihr, vielleicht habt ihr schon mal Podcasts gehört, in dem plötzlich sowas passiert. Schnittfehler, Merd, ja. Das passiert einem leider schneller, als man will, wenn man in dem Modus ist, dass ich mit einem Mausklick schnell anfange, Items zu verschieben zueinander. Ja, das heißt also, nichts ist eigentlich wichtiger in einem Podcast, als dass das Verhältnis der Spuren zueinander auf jeden Fall immer konstant bleibt. Und von daher ist also der Standardmodus, mit dem wir Ultraschall ausliefern, dass dieser kleine wichtige Button hier immer aktiviert ist, der eben dafür sorgt, dass ihr die gar nicht unfreiwillig verschieben könnt, sondern nur dann verschieben könnt, wenn ihr es wirklich wollt und diesen Modus hier abschaltet. Dann habt ihr den Modus, dass ihr Items greifen und einzeln verschieben könnt. Aber wie gesagt, so häufig braucht man ihn eigentlich gar nicht, sondern in dem anderen Modus kommt man eigentlich schon gut durch das Projekt durch. Eine Sache, die ich hier ja immer wieder mal gerade mache, ohne dass ich sie schon gesagt hätte, ist die Escape-Taste. Ja, wir lieben die Escape-Taste. Das ist schade, dass Apple sie nicht mehr hört. Mit Escape löst ihr sämtliche Auswahlen, die gerade irgendwo sind. Ja, das heißt also, ihr habt jetzt hier eine Time-Selection und hier unten ist noch ein Item selektiert, einmal Escape und alles ist immer weg. Das heißt also, Escape ist total gut, um wieder eine saubere Arbeitsoberfläche zu bekommen. Okay, wenn ich jetzt doch mal mit Items arbeite, gibt es ein paar schöne Tricks, die auch sehr einfach zu verstehen sind. Fade in, fade out, greift ihr euch die Ecken, dann seht ihr, wie der Mauszeiger sich hier verändert und könnt einfach mit Ziehen der Maus einen entsprechenden Fade in und Fade out machen. Mit rechter Maustaste hier drauf könnt ihr noch unterschiedliche Kurven auswählen. Meistens kommt man mit dem Standardteil eigentlich schon ganz gut hin. Das heißt also, damit kriegt man mit einem einzigen Klick einen Fade in und einen Fade out hin. Was genauso einfach geht, ist ein Crossfade. Das heißt also, zwei Items schnell ineinander übergehen lassen. Kann man natürlich so bauen, dass man die auf eine neue Spur schiebt. Ihr könnt sie aber auch einfach ineinander schieben. Und dann seht ihr hier schon, wird also automatisch ein Crossfade gemacht. Sehr viel, relativ laut, aber ihr könnt euch das vorstellen, müssen wir es nicht zeigen. Was auch sehr einfach geht, ist schnell die Lautstärke von einem Clip einstellen. Ihr seht auch immer gleich schon hier in der Wellenform, was da passiert. Wenn ich hier an die Oberkante eines Items gehe, hier so in dem Bereich, und jetzt runterziehe, kann ich die Lautstärke verringern von einem Clip. Und wenn ich Shift drücke, kann ich sie auch nach oben weiterziehen. Das heißt also, jetzt hätte ich hier die Lautstärke erhöht von dem Bereich. Normalerweise ist hier ein Lock, dass ich es nur leiser machen kann und nicht lauter, um eben solche Sachen wie Digital-Clipping auszuschließen. Mit Shift lässt sich das aber umgehen und ich kann ein einzelnes Item auch lauter machen. Ob man das braucht, wenn man hinterher sowieso noch eine Dynamics-Lautstärke-Anhebung dran hat, ist eine andere Frage. Das heißt, das sind solche Sachen, die dann wirklich eher für gebaute Beiträge eine Rolle spielen. Aber ich wollte es mal gezeigt haben, dass man das vollumfänglich mal gesehen hat. Wir haben ja ansonsten noch Kapitelmarken, die jetzt noch nicht benannt sind, beispielsweise die hier. Da kann ich jetzt also einfach hier in der Kapitelmarken das erste Thema. So, hier die beiden kann ich wieder löschen, denn das habe ich ja schon rausgeschnitten jetzt. Und hier habe ich noch irgendwo eine Zwischengeschichte und Ende. So, und jetzt habe ich also meinen Podcast hier einigermaßen irgendwie strukturiert. Achtet auf jeden Fall darauf, dass die erste Kapitelmarke immer wirklich auch bei 000
beginnt. Ist jetzt hier nicht der Fall. Von daher positioniere ich die jetzt mal rüber. So, ihr seht hier auch immer, wo der Start ist. Viele Player, Podcatcher erwarten in den Metadaten, dass die erste Kapitelmarke wirklich auf 000 beginnt. Also auch wenn ihr noch irgendwie eine Pre-Show habt, einen Vorlauf oder sowas, ihr braucht wirklich irgendwo eine Nuller-Kapitelmarke. In der nächsten Release werden wir da auch nochmal einen Hinweis reingeben. Okay, was wir jetzt nochmal machen, ist ein bisschen Mastering. Das heißt also nochmal ein bisschen so in den Sound reingucken von dem Podcast. Generell wäre unser Ansatz, glaube ich, immer, wenn man vernünftige Mikros hat, braucht man nicht viel an Klangformung und an EQ und Ähnlichem. Wenn ihr einen EQ fahren wollt, könnt ihr das, wie vorhin auch schon mal gezeigt, hier mit dem FX-Button machen. Damit bekommt ihr die Effekte der jeweiligen Spur angezeigt. Ich schalte jetzt mal ein EQ hier auf meiner Stimme, mache mal einen Loop rein, das heißt also eine Time Selection, gehe hier oben auf den Repeat-Button, sodass jetzt immer dasselbe endlos gespult wird. Ja, das ist gut, ich verwandle mal das Problem, was wir hier haben, unten eine Echtzeitanzeige, wie der Frequenzverlauf gerade ist. Und jetzt könnt ihr den EQ noch feintunen. Didaktische Lektion. Tut euch den Gefallen und versucht, wann immer es geht und ihr Studio-Link einsetzt, auf ihr hört das Ergebnis. Ja, so kann man also gut nach Gehör und Grafik gleichzeitig den EQ ein bisschen tunen. Das erzähle ich übrigens nachher noch ein bisschen ausführlicher. Genau, von daher jetzt an dieser Stelle nur kurz. Und ein echtes Killer-Feature, was wir reingebaut haben, ist das, was Auphonic macht, sprich eine Lautstärkeangleichung aller Spuren. Das haben wir jetzt halt auch eingebaut. Das ist der sogenannte Ultraschall-Dynamics-Effekt. Der liegt hier unten drunter. Den hat Udo ganz im Wesentlichen entwickelt. Dieser Effekt macht jetzt Folgendes, das ist also ein Expander, ein Limiter, Kompressor, alles in einem. Das heißt also, leise Passagen werden abgesenkt, laute Passagen werden laut gelassen, beziehungsweise mit einem leichten Limiter noch runtergefahren und alles, was so mittellaut ist, aber noch nicht auf -16 LUFS, wird angehoben auf genau diese Lautstärke. Und wenn man diesen Effekt auf jede einzelne Spur draufsetzt, bekommt man am Ende also eigentlich einen gut ausgesteuerten Podcast und muss das Ganze dann eigentlich nicht mehr durch Auphonic durchschieben und hat auch vor allem volle Kontrolle über den Sound. Das heißt also, man kann eben hier über die Schieberegler dann noch ganz gut einstellen. Ich mache das mal wieder mit so. Übrigens, weil ich das schon ein paar Mal erlebt habe, man muss diesen Effekt einstellen. Ihr könnt den nicht draufschieben und sagen, ja, ich habe doch den Effekt. Das, so geht's nicht. Was meinst du mit draufschieben? Na, es gibt Leute, die machen dann den Effekt an, fertig. Man muss ihn auch einstellen. Ach so. Mit diesen beiden Reglern. Wenn man, ja, wenn man Glück hat, passt's. Wenn man Glück hat, passt. Aber es kann dann auch sein, dass man plötzlich Atma laut hört oder doch nicht. Und also das ist dann, genau. Man muss das schon einmal sich kurz die Zeit nehmen und den einstellen. Genau. Ich zeig mal kurz. Da ich Sebastian jetzt gerade gar nicht mehr höre, rufe ich ihn einfach nochmal. Also hier habe ich halt den Übergang zwischen Noise Gate zu Anhebung. Das heißt also, jetzt habe ich ein ganz, ganz stark greifendes Noise Gate, wo fast alles drin verschwindet. Das seht ihr jetzt hier auch in der Echtzeitvisualisierung. Und wenn ich den Regler jetzt rüberschiebe, da ich Sebastian jetzt gerade gar nicht mehr höre, landet also immer mehr im Verstärkungsbereich. Oh, er ist, glaube ich, auch wirklich weggebrochen hier aus der Verbindung. So, und das, genau. Aber der Bereich ist eigentlich gut dokumentiert, sowohl im Sendegate als auch in dem Screencast von mir. Das heißt also, das könnt ihr dann in Ruhe nochmal nachlesen, wie man damit richtig umgeht. Kommen wir vielleicht am Ende jetzt nochmal zum Export. Das heißt also, wenn mein Podcast jetzt geschnitten ist, dann haben wir hier die verschiedenen Exportfunktionen. Die sind hier unten links. Natürlich vorher speichern, eure letzte Version, immer wichtig. Das erste, was ihr machen könnt, ist Kapitelmarken in eine einzelne Simple-Chapter-Datei raus exportieren. Das ist hier das erste. Drückt ihr einfach drauf und sagt da, jawohl, ist gespeichert worden. Gucken wir uns die mal kurz an. Dazu geht ihr einfach hier in den Ordner und seht, dass ihr jetzt hier benannt nach dem Podcast beginner.chapters.txt habt. Und wenn wir da mal reingucken, dann seht ihr, dass das also genau dieses Simple-Chapter-Format ist, was beispielsweise Podlove liest oder was auch Auphonic importieren kann. Das heißt also, auch wenn ihr nach wie vor Auphonic benutzt, kriegt ihr so also eure Kapitelmarken da schnell rein, damit die auch intern in eurem Audio-File drin sind. Der andere Weg ist natürlich der, dass ihr
die schon selber, quasi ohne Auphonic, weil nach dem Motto, okay, laut habe ich es jetzt schon selber hinbekommen und dann kriege ich die ganzen Metadaten ja vielleicht auch selber rein. Das klappt auch. Dafür exportiert ihr zunächst mal das Audio. Dieser Render-Dialog sieht leider relativ kompliziert aus. Das werden wir auch einfacher hinbekommen, hoffentlich in der nächsten Version. Für euch das Wichtigste ist eigentlich hier oben rechts der Presets-Schalter. Da habe ich euch nämlich unter All Settings drei Varianten hinterlegt, die relevant sind. Nämlich zum einen Auphonic Multichannel, wenn ihr pro Datei eine Datei pro Kanal haben wollt, um die von Auphonic bearbeiten zu lassen, oder M4A oder MP3. Ich nehme jetzt mal einen M4A und dann werden die ganzen Sachen hier unten eigentlich richtig für euch eingestellt und ihr müsst euch eigentlich um nichts anderes kümmern und rendert das dann durch. Das ist jetzt also hier ein MP3 44.1 mit, ich weiß gar nicht, welche Bitrate ich jetzt hier eingestellt habe, 128 glaube ich. So, und jetzt rendern wir das und jetzt wird also mein ganzer Podcast rausgeschrieben in das entsprechende Verzeichnis. Das seht ihr hier oben auch nochmal. Was wir jetzt machen ist, wir haben jetzt das MP3 gemacht und wir haben unsere Kapitelmarken und jetzt taggen wir das Ganze noch. Das heißt also, dass jetzt in dem MP3 auch die ganzen Metadaten drin sind. MP4 hast du gemacht. Du hast ein MP4. MP4 gemacht, ja. Das machen wir mit dem Icon hier. Da kommt dieser kleine Exportassistent. Hier könnt ihr auch nochmal nachgucken und die View-Chapters, ob die auch wirklich alle okay sind und ob hier die 0 stimmt. Könnt jetzt hier Metadaten vergeben. Das heißt also, wie hieß das Ganze eigentlich? WikiGeeks, Gott hab sie selig. Testbla, im Jahr 2018 sind wir noch. Natürlich machen wir hier Comedy. Und Comment wäre dann der Freitext. Hier Freitext, das landet dann auch alles in der Datei. Das merkt er sich auch. Und was wir dann noch haben wollen, ist halt ein entsprechendes Cover-Image. Dafür hat man hier Open Folder. Da soll es rein und es liegt derzeit nämlich auf dem Schreibtisch. Das ist hier das Cover, was ich gemacht habe. So, das lassen wir jetzt hier reinplumpsen und benennen es um in einfach nur Cover.png. So, wenn wir das jetzt nochmal starten, seht ihr, hat er jetzt automatisch erkannt, aha, in dem Ordner, wo ich reinproduziert habe, ist auch ein entsprechendes Cover vorhanden und jetzt kann ich hingehen und mit Finalize das Ganze zusammenbringen und jetzt habe ich hier liegen meine M4A-Datei mit entsprechendem Cover und den entsprechenden Kapitelmarken drin. Yay! Vielleicht noch ein letztes Wort, was auch schon so in den Profibereich reingeht. Wenn ihr jetzt dann eine Sendung mal richtig gut produziert habt und euer ganzes Spuren-Setup perfekt gestaltet hat und mit dem Color-Picker euch die perfekten Farben für euren Podcast noch irgendwie rausgesucht habt und ähnliches, dann wollt ihr das eigentlich ganz gerne als Preset speichern, dass ihr es beim nächsten Mal nicht wieder alles von Hand aufbauen müsst. Das ist relativ einfach. Und zwar macht ihr da Folgendes, und das ist der Bereich, den Udo dann auch gleich vielleicht noch ein bisschen zeigen wird. Ihr sorgt erstmal dafür, dass euer Projekt leer ist. Das heißt also, all das, was wir jetzt hier aufgenommen haben, ich speichere es vorher nochmal ab, löscht ihr einfach mal weg. Dadurch ist es aber noch nicht wirklich gelöscht, sondern die ganzen Audio-Files sind alle noch im Hintergrund, wie man jetzt hier sieht. Und um die loszuwerden, geht ihr also dann hier in diesem Modus, das müsst ihr euch da wirklich im Video nochmal angucken, Remove from Bay und hier die Media Files auch. Und dann ist es wirklich leer, das Projekt. Und jetzt könnt ihr dieses Setup, wie ihr es gemacht habt, unter Podcast Project Templates abspeichern. Save Project as Template. Nennen wir es mal 35C3 Template. So, und wenn ihr jetzt also dann Reaper startet, wird sowieso immer erstmal euer letztes Projekt gestartet. Aber auch wenn wir jetzt hier, ne, das war das letzte, was ich gespeichert habe, darum sind die ganzen Spuren jetzt auch hier drin. Aber nehmen wir mal an, ihr kommt jetzt so von einem Zero State, könnt ihr jetzt einfach hingehen und sagen Project Template 35C3
und dann habt ihr euer perfektes Setup, inklusive was ihr ins Soundboard reingeladen habt und so weiter. Das heißt also, ihr merkt sich wirklich alles. Das heißt also sinnvollerweise, bevor ihr eure erste Aufnahme gemacht habt, ja, aber vielleicht hat man schon irgendwie Testaufnahmen gemacht oder ähnliches, also quasi nach der Testaufnahme alles leerräumen, einmal vernünftig abspeichern, aber nicht, dass man schon einmal Prepare All Tracks for Editing gemacht hat, weil da im Hintergrund eine Menge umgestellt wird.